Guido hier von Donuts. Guten Tag, wir sind Newcomer. Hammer. Mein Hammer. Dan Hawkins from the Darkness here. Wir sind Silbermond. My name is Vila, this is Misa. We're from a Finnish band called Him. Und ihr schaut Newcomer. Viel Spaß. You're looking at Newcomer. Hi, we're from Wooden Temptation. And you're watching Newcomer. Featuring all the newcoming bands. Also es gibt jeden Tag neue Bands, werden sozusagen geboren, ja? Alle wollen Instrumente spielen, der eine will singen, der andere Schlagzeug spielen, der eine macht Hip-Hop und was weiß ich. Und die sitzen natürlich in den jeweiligen Regionen. Und es gibt aber nur eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungsorte in den Regionen. Das heißt, für die meisten Bands ist es das Wichtigste, erstmal überhaupt in der Region bekannt zu werden, die ersten Auftritte zu machen und dann raus. Musik intensiv zu hören, auf Schallplatte oder im Funk oder im Fernsehen, das ist Silber, wenn die Musik entsprechend den Wert hat und Gehalt. Aber Musik machen ist Gold. Dann hat der Jochen eines Tages angerufen, hat gemeint, wir machen jetzt Newcomer TV, besorgen wir eine Band für morgen. Da kam der Jochen von Newcomer TV und der Paul, die kamen irgendwie auf mich zu und der Wassel war damals noch dabei. Und wir ständen mitten in der Region, Virusmusik damals, und würden gut die Bands kennen und wissen, was gut und was gerade passt und ob wir nicht zusammenarbeiten könnten und dann in der Musikhalle Portstraße so ein kleines, so eine Live-Show regelmäßig einmal im Monat aufziehen könnten. Und dann hat es auch nicht lange gedauert und auf einmal lief die Sendung beim Hessischen Rundfunk. Ja, und, aber es war da vorher, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen in der Zeit, weil ihr wart auch sehr anarchistisch unterwegs. Also zum Beispiel einfach mal das Equipment irgendwie in den Nidderpark zu bringen irgendwie und unangemeldet Konzerte zu veranstalten, und wenn die Polizei kommt, schnell abbauen. Das war natürlich auch der Druck der Produktion, also, ja, aber weil wir waren einfach in so einem Feeling drin und es musste ja einfach dann abgeliefert werden beim Hessischen Rundfunk. Genau. Dann haben wir es gedacht. Da machen wir so überfallartige Konzerte an öffentlichen Plätzen irgendwie. Keiner weiß Bescheid, keiner kriegt es mit und bis Polizei kommt, sind wir schon wieder weg. Es hat sich natürlich ein bisschen anders ergeben und Polizei kam auch. Wir waren noch nicht weg. Haben wir gesagt, okay, dann die letzte Band durfte dann nicht mehr spielen, haben wir abgebrochen. Und, aber drei waren im Kasten. Das war schon mein Anfang. Das nächste war dann in einem anderen Park, Güntersburgpark, glaube ich. Weil wir kannten jemanden, der hatte den Schlüssel zum Stromkasten. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Bands, die von selbst entstanden sind und die nicht zusammengecastet sind nach irgendwelchen Schönheitskriterien oder weiß der Teufel nach irgendwelchen Trends oder so, alle Bands sind immer daran orientiert, was gerade erfolgreich ist. Und die werden dann irgendwie zusammengecastet oder was. Und die Plattenfirma hat dann womöglich auch noch einen Einfluss drauf. Macht doch sowas wie das, was gerade erfolgreich ist. Das ist ja nicht das, was wir meinen. Ich habe es sehr oft gesehen und habe es auch sehr gerne gesehen und fand es auch sehr schade, dass es dann nicht mehr lief. Und weil ich finde, dass es total wichtig ist, weil ich glaube, früher hatten, sagen wir mal, so Plattenfirmen-Scouts so eine Funktion. Geh mal in den Club, guck dir mal an, was gibt's für eine Band und so. Und ich glaube, dass es gerade wichtig ist, dass es irgendwie Leute gibt, die das aufspielen und sagen, ey Leute, ihr kümmert euch vielleicht nicht darum, aber ich habe das Gefühl, das ist ein guter Rapper, das ist ein guter Mettler, das ist eine gute Band und so. Und das lassen sie mal nach vorne tragen. Wir machen mal einen kleinen Bericht, Interview und guckt euch mal an. Deswegen denke ich, das ist, glaube ich, ein gutes Format. Everest, vor zwei Jahren haben sie noch auf einer Newcomer-Nacht gespielt. Inzwischen haben sie einen Plattendeal und der hat sie von Darmstadt nach Berlin befördert. Elf Morgen, die sind wirklich mit Spaß bei der Sache und die Fans, die danken es ihnen.
Grooves von Dubplate 48 haben wir nächtelang das Tanzbein geschwungen, aber das kann man natürlich nicht nur zu diesen Klängen, sondern auch zu Hip-Hop ganz hervorragend tun. Zum Beispiel von Fuad und Cesar. Auch wenn man kein Wort versteht, was die Jungs da eigentlich vor sich hin rappen, es klingt wundervoll. In rasender Geschwindigkeit fliegen Fuad und Cesar über ihre Worte. Ellen Klinghammer dagegen lässt sich dafür ein bisschen länger Zeit, aber dafür geht es so richtig ans Herz. Also ich denke, so eine Sendung wie Newcomer, das unterscheidet sich halt schon mal dadurch, dass es nicht zusammen gecastet wurde oder dass irgendwelche Leute gecastet wurden, um Musik darzubieten, sondern es soll ja genau das Gegenteil eigentlich sein, dass Leute sich so präsentieren, wie sie sich selbst sehen, beziehungsweise in dem Stadium, in dem sie sich gerade befinden, die Möglichkeit haben, das eben unter die Leute zu bringen. Der Lea wird entgegengenommen von Newcomer TV-Moderatorin Raffaela Jungbauer und Produktionsleiter Paul Zitter. Und ich habe ja letztes Mal auch den Lea Award für mein Lebenswerk bekommen und habe mich riesig gefreut, dass eure Sendung als beste Nachwuchsförderung in Deutschland, wo es ja Hunderte gibt von Wettbewerben und so weiter, ausgezeichnet wurde. Achtung, so setz dich mal her. Gute. Und Gudine. Richtig, wir sind's, Gerd und Henny Badesalz. Richtig, und wir haben gehört, 20 Jahre. Ein Jubiläum. 20 Jahre Newcomer TV. Hammer, Hammer. 20 Jahre Newcomer TV. Open Air. Am 26. August im Butch Cup Sommergarten. Mit dabei Pauli. Wenn das Jubiläum jetzt gar nicht wäre, dann wüsste man ja gar nicht, dass das ganze Jahr vorbei ist. Ja. Cool 8. Hold me tight, oh baby, I need you. I need you so right. Aber hier, ohne Newcomer wären wir nie in die Charts gekommen. Hey. Da, wo waren wir auf Platz? Ne? Wo waren denn? Okay, ja. Auf jeden Fall nie. Andreas Kümmert. Phil Collins, doch, irgendwo hinter Phil Collins. Wir waren doch eh nie in den Charts. Ja, aber hinter Phil Collins. Ja, hinter Phil Collins waren wir trotzdem. Lord Zero and Friends. Also, Newcomer TV, Newcomer. Auf die nächste 20 Jahre. Ja, genau, das macht er gut. Bleibt locker. Atomkraft, die Strom schafft, gib meinem Mikrofon das. Fellas Kingdom. 20 Jahre Newcomer TV. Das Open Air. 26. August. Newcomer TV. Es wird laut! Wie begann deine Reise mit deiner Musik? Wo fing alles an? Wir sind ja im Taunus aufgewachsen und da lag es dann auf der Hand, dass wir unsere erste Schulband gegründet haben. Aufgrund dessen, dass ich den Paul, unseren Schlagzeuger, kennengelernt habe. Und der hatte schon mit 10 Jahren ein Schlagzeug dort stehen und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Und ab dem Zeitpunkt war klar, wir müssen eine Band gründen. Und da kam die Katja dazu, die hat dann damals Keyboard gespielt und der Wie Jan alt Gutermuth. Warst du? Da waren wir so 10, 11. Echt, ja. So jung? Wow, krass. Also es gab zumindest diese Aula, die man in der Schule einfach braucht, um als Band sich da einfach draufzustellen, zu wagen und zu sagen, okay, wir machen jetzt da einfach was, okay. Und so war es dann bei euch. Also das Foto, was ich damals gemacht habe, war so diese klassische Pose mit einer etwas überdimensionierten Gitarre. Und damals schon, klar, es ist natürlich keine akustische Gitarre, sondern es ist eine E-Gitarre. Und es ist klar, dass so welche Vorbilder da existieren. Also in dem einen Artikel, den ich geschrieben habe, anscheinend für die Taunus-Zeitung,
zitiere ich Jochen mit den Worten, das ist ja eine musikmüde Gegend hier. Und das wäre mit ein Grund gewesen, dass er seine erste Band Schalldämpfer schon gegründet hat mit 11. Ja, Erinnerungen werden wach. Viele Erinnerungen werden wach. Wahnsinn. Mit euch vor allen Dingen. Ja, es gab natürlich bei uns die Mappesmühle. Und die Mappesmühle war natürlich einerseits auch als Diskothek bekannt, aber andererseits auch als ein Live-Veranstaltungsort. Und mein Vater hat mich damals da mitgenommen und da hat irgendwie so ja, die Searchers damals, einer seiner größten Beat-Idole gespielt und nahm mich mit. Und der Sound, der hat mich ja umgehauen. Das war für mich das Größte überhaupt. Die Searchers, die Tremolos, das war ja meine Zeit, verstehst du, meine Jugendzeit. Da habe ich gesagt, das ist ein Träumchen. Und seitdem war ich angefixt. Die normale Gitarre wurde in die Ecke gestellt und es musste eine E-Gitarre her, war ganz klar. Und ihr wart damals so Jugendband, ihr habt euch getroffen, wie halt aus der Schule raus, habt ihr Musik gemacht? Wir hatten damals erstmal so ein kleines Demo aufgenommen, in Schmitten sogar. Also es war auch bei uns um die Ecke, das war der Uwe und der hatte so ein kleines Home-Recording-Studio. So mit 8 Spur Tascam, kannst du vielleicht noch dran erinnern. Und da ging die Freundschaft los. Und dann seid ihr mit nach Mallorca, mit in der Saarländischen Rundfunk, ja. Und ihr wart dann quasi zum Inventar, habt ihr dazugehört. Mit Sexy war der ganz dicke befreundet damals, mit Sechsauer. Und das war wie, ich sag, ihr wart halt unsere Band. Was mich überrascht hat, ist nicht nur die Musik, die die Jungs machen, sondern eine Postkarte, die ich gekriegt habe vor einiger Zeit. Und da schreiben herzliche Grüße aus Brasilien. Ich dachte, wenn es nicht jetzt eine seriöse Sendung wäre, hätte ich gedacht, die wollen mich verarschen. Aber so dachte ich, vielleicht stimmt es doch. Wie geht's jetzt weiter? Muss ja ein bisschen was Neues passieren jetzt bei euch? Ja, also wir haben als nächstes wollen wir erstmal ein Video drehen zu unseren neuen Liedern und haben auch vor, eine neue CD zu machen. Das muss also in diesem Jahr noch geschehen. Ja. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und wenn ihr mal wieder nach Brasilien fährt, dann nehmt mich doch mal mit. Ja klar, als Ansage. Richtig, ja. Das ist wahr. Gut, alles Gute. Wir haben in Köln Viva gegründet und da ich damals über solche Medienentwicklungen auch immer mal was geschrieben habe, habe ich das so früh mitbekommen und habe euch dann gesagt, Mensch, macht doch da mal einen Videoclip, da könnt ihr da vielleicht, werdet ihr dann auch gesendet. Noch nie von einer anderen Gruppe eingespielt wurde hingegen der Titel Someday von Third Generation, ist auch ganz klar, diese Single ist auch ganz frisch und Third Generation, das sind Jungs, die hier aus Hessen kommen, Someday heißt ihre aktuelle CD. Gleichnamige Titel, der läuft jetzt hier bereits hier in der H3 Music Hall am Freitagabend. Das Ganze beginnt mit einem Schrei. Da konnten wir ihn hören und jetzt singen sie auch. In unserer heutigen Videopremiere geht es um das wunderschöne Märchen vom Froschkönig. Keine Angst, jetzt kommt nicht die Abteilung Grimms Märchen, sondern einfach eine Geschichte, die uns ganz besonders freut. Die deutsche Band Third Generation hat nämlich ihr Video in erster Linie für Viva produziert. Und sie haben sich ganz schön Mühe gegeben. Der Song und der Clip Someday haben nämlich die Viva-Qualitäts- und Spaßhürde locker genommen. Und warum die Band so auf Risiko gepokert hat, werden wir sie ja dann am Montag selber fragen. Jetzt zum ersten Mal und überhaupt als Viva-Videopremiere Third Generation und Someday. Das waren aber auch die 80er Jahre, was auch so ein bisschen schrecklich war, weil überall, wo du hinkamst, hieß es so, naja, ein Schlagzeuger, den brauchen wir nicht aufnehmen, weil das können wir ja natürlich irgendwie alles über MIDI machen und so. Und ja, so hat sich das erste Album dann auch angehört. Also, wie habe ich den Not Zero kennengelernt? Mein Produktionspartner Mike LaRock,
schon immer länger erzählt, dass er nebenbei, neben den Sachen, die wir produzieren, noch mit so einer Rockband in the Mountains, hat er immer gesagt, arbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, wo gibt es denn in Frankfurt Mountains? Und dann meinte er Feldberg. Und dann habe ich gesagt, mach mich doch mal bekannt. Und das hat dann gedauert ein Jahr, bis dann auf einmal kommt, ich habe da Dreharbeiten im Greenscreen Lord Zero unterhalten und dann hat die Chemie gleich gestimmt. Dann haben wir gesagt, Mensch, hier deine Songs, da müssen wir doch mal ran, dann müssen wir auf eine SSL abmischen, müssen wir noch mal da Bass rein und da was machen. Und so hat das dann angefangen. Und dann sind wir Wochenende immer dahin gefahren und wir haben an der Platte gearbeitet. Der erste Besuch beim Jochen war in Rödelheim und es war eine ganz andere Welt. So Art Fernseh, Radio, Studio, Aufnahmestudio, alles. Junge Leute schwirrten überall rum und wir haben ein Interview gemacht und danach haben wir stundenlang Musik gehört. If you ever want to be someone special, are you chasing rainbows in the sky? War zwar schon ein bisschen Gitarre und ein Gesang und so eine ungefähre Struktur, habe ich mich ans Schlagzeug gesetzt. Der Jochen hat sich vor mich gestellt und hat Gitarre gespielt und hat mir dann immer Zeichen gegeben, hier muss irgendwas passieren. Und so irgendwie, also der ist intuitiv. Die Momente, wo irgendwas jetzt passiert, wo ein Phil kommen muss oder es kommt ein Refrain. And I'm handsome. Don't my clothes impress you with their style? Der erste Mix wird wahrscheinlich von Lord Zero irgendein Song sein, an dem wir schon am längsten arbeiten. Wahrscheinlich Hey Hey oder so. Den wir dann da drauflegen von Nine Mission. Also der Vorteil ist natürlich, wir haben an der Produktion viel gearbeitet, im Studio von Lord Zero, was man schon machen kann. Tolle Musiker sind da drauf. Rani, der Trommler von Peter Gabriel und Sting. I may be broke, but I can be funny. Dann Matthias Baumgart als Gitarrist, dann Lühle als Gitarrenspieler. Und wir haben den Willi Wagner am Bass. Und die Legende Jürgen Zöller natürlich von Bab, die immer fleißig mit dabei ist. Und der Tony Carey, der hat dann mal schnell noch eine Orgel eingespielt, damit das dann alles auch einen richtigen Rock'n'Roll-Flair hat. Ja, also breit gefächert. Ich habe so 70er Jahre, 80er Jahre von, was weiß ich, The Cure über Bowie, über dies und jenes, aber auch mal was Funkigeres. The judge will come you to this world of wonders. Ja, wir arbeiten jetzt mit Hochdruck, das Studio fertig zu kriegen, damit wir dann die Konsole darüber stellen können in das Studio und einen Mix loslegen können. Und ja, es kann sich nur um Jahre handeln. Lass uns in die Realität zurückkommen, Lord Zero. Mit welcher Band wirst du am 26. August hier im Sommergarten der Batschkap spielen, live spielen? Und das heißt, erzähl ein bisschen was über die Mitglieder. Also wen hast du an Bord? Der Matthias Müller ist eingestiegen. Der Muli alias, der früher auch bei Joko Abendrot gespielt hat. Dann spielt auch der Aaron Kummer mit, der ist mit mir aufgewachsen und ist Gitarrenlehrer. Ach komm. Diesmal sagt er, Jochen, bin sofort dabei und machen wir einfach. Was ist denn überhaupt für eine Besetzung? Also wir haben Schlagzeug, ja. Da haben wir natürlich irgendwie sehr gut gesegnet, zwei. Ja, zwei. Der Paul wird einen Anfang machen und dann als super Special Guest kommt natürlich auch Jürgen dazu. Ja.
Und dann haben wir uns gedacht, ein Keyboard wäre noch gar nicht schlecht. Und da haben wir den Howard gefragt. Und er sagte, hey, ich habe irgendwie schon seit 20, 30 Jahren keine Hammond-Orgel mehr gespielt. Und ach, das nicht. Ist ja natürlich jetzt irgendwie auch mal ganz klar, da bin ich dabei. Das heißt, und als er gehört hat, dass auch der Jürgen dann dahinter steckte und auch natürlich Kontakt hatte damals, war auch Keyboarder bei der Joko Abendroth Band. Ja. Und naja, war ich eine riesen Freude irgendwie da. Und mit dabei ist unser Zupfinstrumentenmeister aus Frankfurt, das ist der Nicola Patrick am Bass. Und du hast eventuell Bläser? Ja, und wollen wir mal schauen, wie wir das lösen. Also das sind dann die Special-Überraschungen. Genau, das sind dann die Special-Friends, die alle dazukommen. Und vor allen Dingen, was ich interessant finde an deiner Vita, ist ja auch, also wie gesagt, als Musiker, das haben wir jetzt ein bisschen kennengelernt, könnte man noch intensivieren, dann aber als Kameramann und dann kam irgendwann deine Passion, ey, wir brauchen irgendwie eine Plattform für die regionale Musikszene und dann kam die Idee, Newcomer zusammen zu machen, auch wieder mit dem Paul, mit dem Basti, das war so die erste Crew. Achtung. So, setz dich mal. Ja. Gute. Und Gudine. Richtig, wir sind's, Gerd und Henny Badesalz. Richtig. Und wir haben gehört, 20 Jahre. Ein Jubiläum. 20 Jahre Newcomer TV. Hammer. 20 Jahre Newcomer TV. Also, Newcomer TV. Newcomer. Auf die nächste 20 Jahre. Ja, genau, das macht er gut. Bleibt locker. Can you keep a little secret for a dime? A thing you couldn't forget, just like a crime. I've seen you every day for almost 30 years. Okay.
for a dime.